So, Freunde des Eisensports, ihr wisst es ja, ich habe momentan das Experiment 30 Gramm Kreatin am Tag am Laufen und die große Frage, bringt es was? Wenn ja, was bringt es? Also dazu muss man natürlich sagen, ich habe mir jetzt einen Test ausgedacht, wie ich es halt testen kann. A, Leistung und B, Körperkomposition. Ja, einmal gibt es ja bei der Körperkomposition die optische Variante. Wie gesagt, Pumpeffekt, Muskulatur, wie sichtbar sind die Adern, wie verhält sich Körperfett zu Muskulatur, das sieht man ja, muss man ja nicht unbedingt messen, sondern da geht es jetzt um die optische Veränderung. Als zweiten Punkt in dem Fall die Maße. Also ich werde Oberarme, Brustumfang und Beinumfang, Oberschenkel, messen, immer einmal die Woche, vor der letzten Einheit der Woche. Das ist dann, wie gesagt, Körpermaße. Und dann der dritte Test ist, oder der dritte Parameter, nachdem ich diesen Test aufgebaut habe, ist die Leistung. In dem Fall werde ich Bankdrücken als Übung nehmen, weil ich da erstens immer ungefähr weiß, wie viel meine Maxleistung ist, da das sich jetzt leider die letzten 2 Jahre nicht mehr wirklich gesteigert hat. Also meine Bestleistung absolut im Wettkampf ist 260, im Training 262. Jetzt auf der GDFPF DM habe ich 250,5 gedrückt und wie gesagt, deutscher Rekord BVDK von mir ist bei 255. Also man sieht, das pendelt immer in einem ziemlich ähnlichen Bereich. Also ist es schon mal, wenn ich zum Beispiel jetzt innerhalb der nächsten Wochen es wirklich deutlich über die 260 schaffe, ist das auf jeden Fall eine Steigerung, die ich vorher nicht geschafft habe, obwohl ich täglich 10 Gramm Kreatin genommen habe. Also wie folgt wird das dann ablaufen? Ich werde mich bis 2,20 normal in 50er Schritten aufwärmen, wie ich es immer mache. Und werde dann in 10er Schritten weitergehen, bis ich merke, es wird schwer. Und dann entscheiden, wie groß die nächsten Schritte sind. Und ich werde halt so lange die Einer machen, bis ein Fail produziert wird. Und das ist dann halt die Referenz. Und dann gucke ich halt, ob ich in der nächsten Testeinheit weiterkomme. Ja, die Vorermüdung wird vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen weniger sein, weil die Sprünge dann größer werden. Aber generell geht es ja um die maximale Leistung. Und ich denke mal, das ist ganz aussagekräftig. Gut, soweit zum Plan. Wie gesagt, immer letzte Trainingseinheit der Woche. Also wird zum Wochenende immer so das Testvideo geben. Ich fange jetzt erstmal an, mich aufzuwärmen. Lass heute mal die Kamera komplett laufen, weil das Aufwärmen relativ fix geht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, erstmal ein bisschen Musik anmachen. Noch eine kleine Anmerkung. Ich habe vor dem Test wie immer Kniebeuge gemacht, 5x10. Deswegen bin ich auch komplett warm schon vom Körper. Und es ist immer eine gewisse Vorermüdung schon da. Aber da ich immer, da ich Powerlifter ja eigentlich immer Bankdrücken nach der Kniebeuge macht, ist das natürlich auch aussagekräftiger, wenn ich halt immer den gleichen Ablauf mache und mich nicht extra nur fürs Bankdrücken aufwärme. So, weiter geht's.
Ja, und noch als kleine Info. Ich hoffe, man hört mich jetzt, wenn das Mikro da hinten ist. Ich drücke ja jetzt im schmalen Griff, das heißt Ringfinger auf die Markierung. Das hat die absolute Bestleistung momentan 252,5 im Training. Weil die anderen Bestleistungen habe ich einen breiten Griff, also Zeigefinger auf die Markierung gemacht, was den Griffweg nochmal gut verkürzt, um bis zu 5 cm. Also von daher ist das jetzt wirklich ziemlich aussagekräftig. So, wer mitgerechnet hat, wir sind jetzt bei 220 Kilo angekommen. Jetzt mache ich etwas längere Pausen. Deswegen mache ich jetzt zwischendurch die Kamera aus und schauen wir mal, wie es weitergeht. So, hier haben wir schon mal 230 Kilo. Erster Versuch auf Leistung. So, nächste Runde, 240 Kilo. All die vielen Poeten, all diesen Welten, die so einen Krieg für undenkbar hielten, haben das hier nie gesehen. Es hat immer etwas Inspirierendes, wenn einer Dynastie. Die Necromonger, diese Armee der Finsternis, muss die gesamte Menschheit bekehren oder vernichten. So, Sportsfreunde, das Video ist durch. Wie gesagt, 220, 230, 240, 245 ging im schmalen Griff mit Ablage. Ich werde aber in der nächsten Woche wieder mit dem breiten Griff arbeiten, weil, wie gesagt, meine absolute Bestleistung habe ich im breiten Griff aufgestellt. Und werde auch das Training dementsprechend wieder anpassen, wie ich es damals gemacht habe, mit dem Bankdrücken, also dreimal die Woche Bankdrücken. Wie gesagt, dann einmal die schwere Session zum Ende der Woche und an den anderen beiden Tagen werde ich so Hälfte-Hälfte im schmalen Griff und im breiten Griff drücken und auch ein bisschen schmales Bankdrücken mit einbauen und so weiter. So wie ich es halt auch zu meinen besten Zeiten gemacht habe, um halt wirklich die Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Wie gesagt, sollte ich es dann wirklich schaffen, die 260, 262 im Training zu knacken
Und da noch ein paar Kilo drauf zu packen, hat sich das auf jeden Fall bemerkbar gemacht mit dem Kreatin. Ja, ich habe hier noch ein zweites Projekt laufen, und zwar das Projekt Klimmzüge. Werde hier gleich mal ein bisschen was noch dahinter hängen. Nicht erschrecken, der dicke Mann hat kein T-Shirt an. Sagt auch, das ist so ein bisschen, weil ich ja noch auch Diät mache, quasi so ein bisschen das so Zwischenstand zum Gucken, wie viel Fett da eigentlich dann doch tatsächlich noch da ist. Aber das ist dann so ein bisschen, da kann man den Fortschritt auch mal ein bisschen sehen, ne, in der nächsten Zeit. Weil ich wäre ja noch haufenweise Kilos runter. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch, ihr erschreckt euch gleich nicht zu sehr. Ja, ich wünsche euch schon mal weiterhin viel Spaß beim Sport und immer daran denken, wer aufhört, besser zu werden, aufhört, gut zu sein. Also, in diesem Sinne, sportfrei, bis zum nächsten Mal.